Digitale Barrierefreiheit können wir sehr theoretisch betrachten. Wir haben in den Lektionen 1 bis 5 über die Anforderungen und ihre Testbarkeit gesprochen, über die vorhandenen Standards und die gesetzlichen Grundlagen. Am klarsten wird das Thema aber, wenn wir Menschen mit Behinderungen einfach fragen, wie sie Informationstechnologien nutzen und was sie dafür brauchen. Sie finden in dieser Lektion ein Video, in dem Matthias Schmuckerschlag, ein blinder Student an der Universität Wien, uns über sein Studium erzählt, die Hilfen, die er bekommt und die Hürden, auf die er stößt. Wie geht das, blind studieren? In einem weiteren Video erzählt Michaela Mallinger von ihrem Arbeitsalltag. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit bei der WAG, der Wiener Assistenzgenossenschaft. Die WAG vermittelt persönliche Assistenz und alle BeraterInnen haben selbst eine Behinderung. Michaela ist stark seheingeschränkt. Was bietet die WAG? Wie sieht Michaelas Arbeit aus? In einem dritten Video besuchen wir Equalisend, ein Schulungsinstitut für Gehörlose. Man kann dort Sprachkurse und Basisbildungskurse machen, Buchhaltung lernen oder sogar den Baggerführerschein machen. Wir sprechen mit Torben Pachler. Wie geht das, gehörlos arbeiten?